Hallo grüß euch, heute habe ich wieder mal eine Jelly Printing Session. Ich habe die schon vor einer Zeit aufgezeichnet und habe dann das Video auch zweimal aufgeteilt. Das eine habe ich schon vor einer Woche oder zwei gepostet. Und heute kommt das zweite. Ich habe nochmal die gleiche türkise Farbe hier, die ich im letzten Video schon verwendet habe. Die habe ich mir selber gemischt, weil ich eben genau den Farbton nicht als fertige Farbe gefunden habe oder nicht daheim habe. Ich schreibe euch das Rezept unten in die Videobeschreibung. Ich mache die Farben heute wieder sehr frühlingshaft, sodass ja, das einfach zu Frühlingsprojekten passt, da die Song. Außerdem drucke ich wieder in meinen Sketchbooks, weil ich will die wirklich endlich mal voll kriegen. Und was auch ganz nett ist, dass ich die jetzt, ich weiß jetzt nicht, wie lange ich schon daran drucke. Ah ja, das glaube ich noch nicht. Aber die wären echt richtig nett voll mit so einer ganzen Jahreszeitengeschichte. Also es ist immer, es ist dann so ein paar grungy Halloween-Drucke drin. Weihnachtliches habe ich jetzt nicht dabei, aber ja, herbstlich, sommerlich. Es ist eigentlich dann so für alle Jahreszeiten was dabei. Und das glaube ich, finde ich ganz gut, weil es dann wie so ein, ja, wie so ein Buch mit Collagepapieren, wo man sich das Passende raussucht. Für die Videos noch nicht gesehen haben, die Älteren, das ist ein Sketchbook von Kunst und Papier in DIN A4 Größe mit 130er Grammatur. Funktioniert hervorragend mit der Jelly Plate. Das Einzige, was man da nicht machen kann, ist jetzt das Papier einfach liegen lassen, bis die Farbe trocken ist und dann abziehen. Also da glaube ich, reißt das Papier. Aber ganz normale Drucke funktionieren einwandfrei. Die Größe passt auch super zur Jelly Plate. Ich bin jetzt nicht sicher, wie groß meine ist. Auf jeden Fall ein bisschen größer wie DIN A4. Kann man sie dann ja ungefähr ausrechnen. Ich arbeite wieder mit den Texturplatten. Das heißt, ich habe mir mit den Schablonen und der Big Shot ja, einen festen Karton bzw. ein festes Papier embossed und mit dieser Textur mache ich die Muster auf der Gelplate. Ich finde das super, weil ich dann keine Schablonen sauber machen muss und ich bin auch der Meinung, dass die Muster besser wären. Wir werden später im Video einmal ein paar Schablonen direkt auf der Gelplate testen und dann sieht man gut so ein bisschen den Unterschied. Ich arbeite mit zwei Sketchbooks, damit ich wechseln kann, damit dieser eine Druck so ein bisschen Zeit hat, auch zu trocknen. Das geht meistens ja relativ schnell. Aber trotzdem jetzt direkt wieder das Umdrehen auf die Rückseite drucken ist doch ein bisschen schwierig. Deswegen habe ich zwei Skizzenbücher. Und was ich auch eigentlich fast immer sage dazu, wenn man das nachher trocknen lässt, diese Drucke, ist es wichtig, dass man nicht das Buch zumacht und ins Regal legt, sondern dass man das vielleicht einfach so auf eine Tischkante legt und die frischen Seiten runterbaumeln lässt. Dann sind die locker und luftig und die können gut durchtrocknen und das da die mindestens, also einen Tag so liegen lassen, damit die Farbe wirklich 100% trocken ist. Weil wenn man das Buch dann zumacht und irgendwo einlegt, dann kleben die Seiten zusammen, wenn die Farbe nicht 100% getrocknet war und dann geht eigentlich bloß das Papier kaputt. Die Farben, die ich heute verwende, schreibe ich euch wieder unten in die Beschreibung. Ich habe das jetzt nicht alles auswendig im Kopf, aber boah, weiß ich sicher. Beim Gelb bin ich jetzt schon wieder unsicher. Da habe ich so viele verschiedene da, dass ich mir da einfach, dass ich jetzt einfach nicht sagen kann, welches Gelb das genau ist. Das Muster, das ich da verwende, ist mit unserer Organic 3 Schablone gestaltet. Ich mag das Muster total gern, eignet sich auch super für so Grußkarten. Als Hintergrund kann man wunderschön Wellen darstellen. Inspiriert ist eigentlich von der Wüste gewesen, aber das macht ja nichts. Ich habe halt wie immer auf meinem Blog einen Post zu der Session und da findet ihr auch die Fotos von den Drucken, die ich halt gemacht habe. Nochmal zum in Ruhe anschauen. Außerdem zeige ich es am Ende vom Video nochmal alle so als Übersicht. Was ich immer ganz gern mag, wenn solche Fragmente auf der Jellyplate übrig sind, also wie jetzt gerade bei diesem Druck, wenn vom vorherigen Druck noch Farbe drauf ist und das mit runter geht, ich finde, das schaut nachher immer richtig spannend aus.
Und ich versuche dann immer, wenn ich solche Farbfragmente auf der Platte habe, dass ich mit komplementären Farben arbeite ein bisschen, dass diese dann auch nachher beim Abziehen ein bisschen hervorgehoben sind. Also ich darf jetzt nicht wieder gelb verwenden, sondern ich nehme jetzt eben blau und türkis her, damit sie das alles ein bisschen voneinander abhebt. Bei dem Druck mache ich es extra so, ich arbeite sehr, sehr schnell, damit möglichst eine Farbe auf der Jellyplate bleibt und ich nachher auf dem zweiten Druck eben diese Flecken drauf habe. Mir stört auch gar nicht, wenn da mal so weiße Bereiche dazwischen sind. Ich finde das immer ganz spannend, wenn man Weißbereiche drin hat oder einfach so einen Bruch von der Farbe. Das macht es spannender und interessanter. Was mir eher langweilt, sind, wenn die Drucke dann so eintönig wären. Finde ich meistens langweilig, wobei das dann oft Sachen sind, die man auch wirklich braucht. Also mal so wirklich einen ganz einfachen, schlichten Druck, ein einfaches Papier ist oft für Collagen-Apps was notwendig ist, weil man es als Ausgleich braucht. Einfach ein bisschen auch einen neutralen Bereich auf einem Bild zu schaffen, der einen eben nicht mit Muster und Farbe erschlägt. Aber zum Drucken finde ich es meistens ein bisschen langweilig. Ich verwende jetzt hier auch wieder ein bisschen einen komplementären Farbton, so ein, ja, ein warmes Gelb oder Gelb-Orange. Weiß jetzt auch gar nicht, welche Farbe das ist, da muss ich erst einmal nachschauen. Zu diesem Türkisblau im Hintergrund, damit es eben nachher recht spannend ausschaut. Als Muster verwende ich hier die neue Cross-Edge-Schablone, die ist so ähnlich wie die Criss-Cross, ein bisschen größer und das Muster ist ein bisschen anders. Aber es war eine sehr beliebte Schablone, die ist fast ausverkauft und ich nehme die so gern her nach wie vor. Und ich habe mir gedacht, da mache ich so eine ähnliche nochmal, dass es halt ein bisschen anders ist. Aber eben nicht so sehr. Also man konnte das eine mit dem anderen, glaube ich, ganz gut ersetzen. Eine Farbe, die ich auch wirklich gern mag, ist Neon Pink. Ich verwende die nicht nur gerne im Mixed-Media-Bereich, so für Art-Journal-Seiten oder Collagen. Ich nehme die auch recht oft mal im Sketchbook her, nicht als Hauptfarbe, sondern einfach so als Akzent an manchen Stellen. Und ich finde, es peppt irgendwie so ein Bild total auf und macht es lebendig. Und ich bin einfach so, ja, was eine Neon Pink. Ich bin jetzt gar kein so Pink-Fan. Ich nehme wenig Pink und Rosa her, glaube ich. Eher so, ja, so ein Bärenrot vielleicht. Aber dieses Neon Pink, das mag ich schon total gern. Hier habe ich mit der Big Ovals Schablone das Muster gemacht, mag ich auch total gern für die Jelly Plate. Ich finde, das macht schöne Hintergründe. Und eignet sich auch super für Grußkarten als einen schlichten Hintergrund.
Das ist so eine Farbe, die ich zurzeit total gern mag. Ah, ich finde die so ein bisschen frühlingshaft. Das ist so ein schmutziges Rosa, venezianisch Rosa von Amsterdam ist das. Und ich mag das, weil das eben so ein bisschen ja, dreckig ausschaut. Und ich finde gerade so für Frühlingsprojekte ist es ganz praktisch. Und man kann auch eben mit diesem Naples Yellow, was ja auch sehr, ja. Ich glaube, es ist Naples Yellow. Ich bin jetzt gar nicht sicher. Muss ich auch noch mal schauen. Aber mit dem Gelb gemischt, finde ich, gibt es so einen richtigen, ja, ich weiß auch nicht, so einen richtigen Osterton. Ja, man kann es natürlich auch für andere Sachen verwenden. Hier habe ich jetzt eben zu den gleichen Farben wie zuvor nochmal dieses Türkis gemischt. Und ich finde, dass das sich so toll mischt mit dem Gelb. Das macht so richtig schönes Grün und das ist, finde ich, auch total, also tolle, schöne Farbkombination. Manchmal finde ich, wenn man die passenden Farben hat, braucht es gar nicht unbedingt ein Muster drauf oder gar nicht so viel Muster. Da reicht, finde ich, ganz wenig oft. Und was ich eben auch nicht so gern mag mit den Schablonen direkt, kriegt man oft ja, so wirklich gestochen scharfe Muster und so voll definiert. Und das ist was, was mir jetzt persönlich nicht so gut gefällt. Was sich aber sicher für Grußkarten ganz gut eignet. Deswegen muss man da einfach ja, ein bisschen ausprobieren und schauen, was einem selber am besten gefällt. Hier nehme ich jetzt nochmal Neon Pink. Wieder mit dem Gelb. Also ich glaube, es ist Naples Yellow von der Farbe her, aber es schaut sehr leuchtend aus in der Kamera. Deswegen bin ich mir nicht ganz sicher. Ich werde tatsächlich nochmal nachschauen. Ich schreibe es euch, wie gesagt, unten in die Videobeschreibung. Und dort findet ihr natürlich auch den Link zum Blogpost und ich verlinke euch die ganzen Schablonen, die ich verwendet habe. Ich nehme jetzt nochmal das Kreuzmuster, weil es so schön ist.
Das finde ich ein gutes Muster für Collagen. Das ist irgendwie sehr, ja, sehr einfach und trotzdem schaut es irgendwie interessant aus. Also es ist eins meiner Lieblingshintergrundmuster. Ich lasse das, habe das Ganze jetzt hier so ein bisschen trocknen lassen. Ich glaube, ich habe ein Stück rausgeschnitten, also vielleicht so eine Minute oder 30 Sekunden, damit mir die Farben jetzt beim zweiten Auftrag nicht mehr verwischen. Ich mache das oft, dass ich mehrschichtig arbeite, das wisst ihr sicher, da habt ihr ja auch schon gesehen. Und da lasse ich mir schon zwischen den Schichten ein bisschen Zeit, damit die Farbe die Möglichkeit hat, ein bisschen anzutrocknen, nur die obere Schicht, damit mir das nicht so arg verschmiert, wenn ich die nächste Schicht drauf gebe. Ich warte da jetzt aber nicht künstlich total lang, bis die Farbe 100% getrocknet ist. Und da glaube ich, kann es auch sein, dass man Probleme mit dem Papier kriegt, wenn das zu sehr klebt, dass je nach Papiersorte das Papier reißt. Und es liegt, würde ich sagen, am Papier, wenn sowas passiert. Also ich habe es mit Bristol-Papier versucht und mit Markerpapier, da konnte ich nicht drauf drucken. Also das ist mir beim Abziehen grundsätzlich zerrissen. Was ich gern verwende außerhalb jetzt dieser Sketchbooks, das ist ein normales Druckerpapier von HP in verschiedenen Stärken. Also ich habe da 120er Grammatur, 200er Grammatur, 160er Grammatur und je nach Einsatz Art nehme ich halt dann das dickere oder dünnere Papier her. Für Collagen mag ich es gern dünn. Was ich für Collagen auch sehr gern verwende, ist Reispapier. Das ist ja wirklich richtig zartes Papier, funktioniert aber in der Regel mit der Jelly Plate sehr gut, weil es, ja, es ist ja eigentlich für Aquarellmalerei gedacht und von daher glaube ich, ist es so ein bisschen, ja, widerstandsfähiger. Hier verwende ich jetzt einmal eine Schablone ganz direkt auf der Jelly Plate, damit ihr auch den Unterschied seht. Nachteil ist halt, man hat dann die Schablone voller Farbe. Mich persönlich stört es jetzt nicht, wenn die Schablone nachher voll Farbe ist. Ich lasse das einfach. Das finde ich nicht so tragisch. Was mir persönlich eben nicht so gefällt, ist jetzt dieses super perfekte Muster. Ja, ich finde, das ist irgendwie langweilig. Kann man aber vielleicht für manche Sachen super gut gebrauchen. Also möchte ich jetzt gar nicht bestreiten, aber es ist halt der Grund, warum ich das sehr selten mache. Was hier ganz gut geht bei der Schablone, da geht die Farbe natürlich gut wieder runter, wenn man es umgedreht dann auf die Jelly Plate legt. Das ist mit diesen Papiertexturen ein bisschen schwieriger, wenn die natürlich über die Zeit ein bisschen mehr Acrylfarbe schon drauf haben. Dann geben die natürlich auch die Farbe dann besser ab, weil das natürlich Farbe auf Plastik nicht mehr so gut haftet wie auf Papier. Und dann kriegt man einen ähnlichen Effekt.
So, ich finde, der Druck ist jetzt überhaupt nicht schlecht geworden. Den kann man sicher gut verwenden. Ich finde auch, dass der schön so ein bisschen ja, ein kaputtes Muster hat, damit es nicht alles so perfekt ausschaut. Beim nächsten Druck habe ich mir gedacht, vergleich mal einfach mal die gleiche Technik mit der Schablone einmal und einmal mit der Texturplatte. Ich versuche ein bisschen ja, das gleiche Muster zu erzeugen. Das Einzige, was mir jetzt so gar nicht so eingefallen ist oder was ich noch gar nicht versucht habe, die Schablone aufs Papier zu legen und dann auf die Platte zu legen und dann einmal Papier drauf und die Farbe abzunehmen. Das werde ich unbedingt beim nächsten Mal versuchen. Hier versuche ich jetzt eben mit der Jelly Plate, mit der Schablone die Farbe von der Jelly Plate abzuheben, sodass ich nur diese, ja, diese Halbkreise übrig habe. Das geht eben relativ schlecht, weil es aus Plastik ist. Und hier seht ihr mit der Schablone, muss man natürlich die richtige Seite verwenden. Da funktioniert es, finde ich, um einiges besser. Nimmt natürlich ein bisschen mehr Farbe weg. Also da wird das Muster auf jeden Fall nicht perfekt. Aber ihr werdet sehen, auf der linken Seite funktioniert das auch nicht so gut. Aber ich bin mir sicher umgedreht, wenn man da mit einem Papier drauf geht und vielleicht aus den ja, diese Halbkreise rausnimmt, ob das vielleicht gut funktioniert. Das muss ich auf jeden Fall beim nächsten Mal unbedingt testen. Bei diesem Druck werde ich jetzt auch nochmal versuchen, mit der Schablone was anders zu machen. Und zwar möchte ich da auch wieder die Farbe, die dann auf der Schablone bleibt, noch auf die Jelly Plate übertragen. Also quasi das, was jetzt von der Jelly Plate runterkommt, nochmal auf die andere Seite geben.
Ja, und hier hat jetzt wieder die erste Technik nicht so funktioniert, dass ich ein bisschen Farbe runterkriege von der Jelly Plate. Das ist einfach irgendwie alles gleich. Aber wie vorher schon erwähnt, man braucht auch mal ganz simple und einfarbige Collagepapiere. Und in meine Sketchbooks drucke ich ja sowieso vor der und Rückseite gleichzeitig. Und somit hat man ja immer so ein bisschen die Auswahl. Einen Druck mache ich noch. Diesmal nicht mit Neon Pink, sondern mit einem normalen Pink. Ich weiß jetzt auch gerade nicht, welches könnte Quinacridone Rose sein. Schreibe ich euch unten in die Videobeschreibung. Und da verwende ich jetzt nochmal eine von den embossten Texturplatten. Ihr könnt dann natürlich auch Embossing Folder verwenden und da ein dickeres Papier embossen. Damit kann man auch hervorragend Muster auf der Jelly Plate machen. Das ist also ein Muster, diese großen Dreiecke, die mag ich richtig gern im Hintergrund. Und machen sie ja gut auf Grußkarten. Ja, das war mein letzter Druck für heute. Heute, ich mag den ganz gern wegen diesen Türkis-Elementen dabei. Und jetzt zeigt ihr nochmal ja, alle Drucke, die ich heute gemacht habe. Ich hoffe, ich habe nichts Falsches mit reingemischt. Manchmal passiert mir das, weil ich mich nicht richtig erinnern kann, was ich so gemacht habe und welcher jetzt wirklich dabei war und welcher vielleicht beim vorherigen Mal schon dabei war. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und dann wünsche ich euch ja total schönes Osterwochenende. Pfiat euch!